Kanäle YouTube. Dass es leuchtet, haben wir gesehen. Aber warum leuchtet's? Nun, Mikrowellen sind auch elektromagnetische Wellen. Und da steckt schon das Wort drin, was wir brauchen. Elektromagnetisch. Die Mikrowellen jagen durch den Quecksilberdampf und schlagen ein paar Elektronen raus. Und wenn man frei bewegliche Elektronen hat, hat man einen Leiter. Einige der Elektronen springen wieder zurück auf ihr altes Energieniveau, also vom hohen Energieniveau auf ein niedriges Energieniveau, und dadurch entsteht Strahlung, Licht. In dem Falle UV-Strahlung, also UV-Photonen. Die treffen dann auf den Leuchtstoff und regen den zum Leuchten an. Und zwar im sichtbaren Licht. Also haben wir drei Strahlungsquellen. Einmal Mikrowellen, die regen die Elektronen an. Wenn die wieder runterfallen, produzieren die oder emittieren die UV-Photonen. Die treffen dann auf den Leuchtstoff und der gibt dann sichtbares Licht ab. Also drei Strahlungsquellen. Mikrowellen, UV-Strahlen und sichtbares Licht. Das war's. Na dann, wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.